mach mal deinen eigenen Emoji, den man sogar hernehmen kann, habe ich herausgefunden. Also bin ich ins Internet gegangen und habe geschaut, wie man das schafft. Es gibt ein Emoji-Bewerbungsformular und einer hat es sogar reingeschafft. Der Panda-Emoji. Das habe ich letztens auf TikTok gesehen. Und wenn man was auf TikTok sieht, dann stimmt das. Also habe ich den doppelten Mittelfinger-Emoji kreiert. Denn manchmal muss man einfach zwei Mittelfinger zeigen. Würdet ihr den Emoji hernehmen? Oh Gott, er kommt wahrscheinlich in die nächste Phase. Um am Laufenden zu bleiben, lasst gerne ein Follow da. Für mehr.